Es ist wieder soweit, der Andi ist da und herzlich den Glückwunsch. Ihr bekommt wieder ein Video. Und zwar machen wir heute Beef Short Ribs aus dem Dutch Oven. Und nicht wie ihr wahrscheinlich denkt, dass wir die wieder smoken, räuchern, grillen, weil das ist ja eigentlich so unsere Hauptdisziplin. Heute machen wir es ja aus dem Dutch Oven, das heißt, es wird ein Schmorgericht. Wie funktioniert eigentlich der Weber Dutch Oven in einem Gasgrill? Und ich habe mir gedacht, es gibt kein geileres Gericht, um euch das zu zeigen. Es geht auch nicht über den ordentlichen Show at home. Dafür sind natürlich ein paar Vorarbeiten nötig. Der Richard, der heute hinter der Kamera ist, der kann ja mal zeigen, was wir hier so haben. Wir haben eine Sellerieknolle, wir brauchen dazu frische Möhren, wir haben Staudensellerie, Tomatenmark, ganzen Knoblauch, braunen Zucker, Kartoffeln. Da werden wir nachher einen wunderbaren Stampf draus machen. Es gibt noch ein bisschen Rinderfond. Den brauchen wir nachher zum Aufgießen. Das Ganze füllen wir auch mit Portwein und Rotwein. Das heißt, das Ganze kann man auch alkoholfrei machen, indem man es einfach gar nicht zubereitet. Als allererstes kommt natürlich Mise en Place, wie mein Chef schon gesagt hat. Wer Mise en Place macht, ist feige. Ist natürlich überhaupt nicht richtig, weil wir brauchen Mise en Place. Dazu nehmen wir unseren Staudensellerie. Das wird unser Schmorgemüse sozusagen, weil dasselbe machen wir auch nochmal mit den Karotten. Grob runter. Was natürlich wichtig ist, dass du hier ein scharfes Messer hast. Karotten genauso, hier wieder mit rein. Dann kommt dazu eine ordentliche Metzgerzwiebel. Das ist übrigens derselbe Effekt, wenn du Zwiebeln schneidest, wie als wenn du ins Portemonnaie guckst. Es kommt dir an beiden Fällen die Tränen. Ganzer Knoblauch rein. Wenn ich ehrlich bin, ich mache eigentlich immer relativ viel Knoblauch rein, weil ich finde, dass das geilen Geschmack hat. Dann haben wir noch ein bisschen Staudensellerie. Da können wir uns jetzt überlegen, ob wir den mitverarbeiten oder nicht. Knollensellerie, Entschuldigung. Knolle. Hier ein bisschen das Wurzelgedöns runter und dann auch wieder einfach nur grob hacken. Genau, und das war auch schon das ganze Hexenwerk. Dann haben wir jetzt hier praktisch unser Schmorgemüse. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir können jetzt unsere Beef Ribs, die werde ich euch auch schon mal zeigen. Der Richi kann schon mal mitkommen. Sieht wie folgt aus. Und die werden wir jetzt richtig scharf in unserem Dutch Oven angrillen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Dutch Oven wieder und dann zeige ich euch, wie man mit dem Ding richtig geile Schmorgerichte macht. Bis gleich. Ja, Freunde, damit ihr natürlich, machen wir das nicht ganz in eigener Sache hier, unsere schönen Videos. Wollen natürlich auch mal zeigen, auf was für geilen Grills wir hier arbeiten. Und zwar haben wir hier den EX435 mit Seitenschrank, mit der Gasflasche unten drin. Ich lasse den jetzt mal zu. Und jetzt machen wir erstmal nichts anderes als den Dutch Oven aufheizen, den seht ihr da, den lassen wir jetzt mal richtig Last geben, damit wir hier unsere leckeren Beef Ribs scharf angegrillt kriegen. Da ist übrigens Portwein, Rotwein und unser Rinderfond und da werden wir gleich mit arbeiten. Bis gleich. So, Dutch Oven haben wir jetzt richtig vorgeheizt, das könnt ihr schon ganz gut an der Rauchentwicklung sehen. Und jetzt machen wir folgendes, jetzt nehmen wir hier unsere Beef Ribs. Wir werden die wunderbar scharf anbraten. Was wir schon mal machen können, ist die auf jeden Fall salzen. Den Deckel wieder zu, dass sie die erstmal richtig Aroma annehmen. Oh, wenn ihr das riechen könntet, es ist immer so schade, dass wir kein Geruchsvideos machen können. Oder ihr habt es auch gehört, hier haben wir richtig Bums drin in dem Dutch Oven und das ist eben, muss ich sagen, ein riesen Vorteil zu einem normalen Herd, zu einer Pfanne. Erstens mal, du hast hier draußen keine Geruchsentwicklung, also das heißt, deine Bude riecht nicht zwei Tage nach Braten und ansonsten ist es natürlich immer gut, alles draußen zu machen. Wir sind sowieso draußen, Griller, der Richie und ich. Wir könnten eigentlich auch draußen leben. Das ist jetzt übrigens eine offizielle Bewerbung für Seven vs. Wild. Da würden wir uns offiziell zumindest zum Kochen bewerben, der Richie und ich. Wir beide können auch draußen überleben. Ich kann mit bloßen Händen einen Bären fangen.
nämlich ein Gummibär. Genau, jetzt können wir mal reingucken, wir können es schon gut hören. Und könnt ihr hier gut sehen, haben wir also eine wunderbare Röstaromen genommen. Weltklasse. Guckt euch dieser Röstaromen an, und da muss ich wirklich sagen, da hat der Dachsofen einfach eine unglaubliche Stärke durch diese Hitzeverteilung da drin und diese Kraft, ne, die kommt natürlich auch von dem Grill, der natürlich enorme Hitze entwickeln kann. Ihr guckt euch mal diese Röstaromen an, das ist einfach geil. Aber ihr wisst ja, wo gegrillt wird, da wird auch gehobelt. Nee, warte mal, das war falsch. Da, wo du hobelst, solltest du nicht grillen. Ihr Lieben, wir nehmen jetzt die scharf angegrillten, nehmen wir jetzt raus. Unsere Deep Ribs aus dem Topf. Wunderbar scharf angegrillt sind. Wenn ihr das riechen könntet, ja, diese Röstaromen, die wir hier gebildet haben. Damit wir jetzt praktisch unser Schmorgemüse nehmen, das geht mir jetzt hier rein. Praktisch mit dem Bratenansatz, den wir noch unten drin haben in der Pfanne, geben wir den ganzen jetzt Geschmack, machen erstmal wieder zu. Wichtig halt beim Gasgrill ist halt immer wieder diesen Deckel zuzumachen. Weil ihr natürlich die Herausforderung bei dem Gasgrill habt, sobald ihr den Deckel zu lange offen habt, ist eure Hitze halt raus. Aber ihr könnt hier gut sehen, der Richie kann euch das Thermometer mal zeigen, sobald wir diesen Grill zumachen, funktioniert das wie im Porsche GT, da geht der Zeiger eben ruckzuck Richtung 300. Wunderbar, wie sich hier die Röstaromen bilden. Genauso wollen wir das haben. Aber hier würde ich sagen, auch bei, also ist ja beim Grillen meistens so, ein bisschen mit Geduld, weil desto röstiger euer Gemüse ist am Ende, umso geschmackvoller wird auch die Soße. Also ruhig schön mit Bums anschmoren das Gemüse und dann geht die Reise los. Genau so habe ich das gemeint. Guckt euch diese tollen Röstaromen an. Jetzt machen wir Folge. Um nochmal richtig Druck reinzubekommen, nehmen wir jetzt hier einen großen Schlag Tomatenmark. Ein bisschen braunen Zucker und werden jetzt praktisch noch mit dem Tomatenmark noch weitere Röstaromen bilden. Mit dem braunen Zucker wird das jetzt wunderbar karamellisieren. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal mit Portwein ablöschen. Schön und ordentlich mit Portwein. Lassen wir das Ganze hier mal richtig schön anrösten. Genau, können das auch ein klein bisschen flambieren. Geht da nicht über einen ordentlichen Show-Effekt. Wunderbar. Und jetzt ist das, wie ihr sehen könnt, wenn der Richie wieder ran kann mit der Kamera, seht ihr, wie das schon richtig sämisch eingeguckt ist. Und jetzt werden wir hier wunderbar mit Rotwein auffüllen. Sehr, sehr lecker. Lasst das Ganze jetzt erstmal ein bisschen noch köcheln, ein bisschen einkochen. Gebt den restlichen Rotwein dazu. Dann legen wir unsere Beef Short Ribs wieder rein, machen den Deckel drauf, verschließen das Ganze, drehen alles runter an dem Grill, weil schmoren, das werden wir nicht mehr als 140, 150 Grad wollen wir in dem Grill haben, und dann können wir es eigentlich mal 2 Stunden wirklich in Ruhe lassen. Nach 2 Stunden gucken wir mal rein einfach, ob wir noch genug Flüssigkeit drin haben. Sollte das nicht der Fall sein, einfach wieder mit ein bisschen Rinderfond aufgießen. Wir werden mal schauen, ich denke mal, der ganze Prozess wird heute so 3-4 Stunden brauchen, je nachdem, wie gut wir hier durchkommen. Auch ein großer Vorteil natürlich vom Dutch Oven, erkläre ich euch nachher auch nochmal, wenn der Deckel drauf ist, der lässt halt auch nichts raus. Geht keine Feuchtigkeit raus, bleibt alles schön saftig, im eigenen Saft gegart, Weltklasse. Was für eine Beilage wir machen, zeigen wir euch auch gleich. Bis gleich. So, unsere kleinen Beef Ribs gehen jetzt wieder rein. Die legen wir hier schön in den Sud. Geben noch eine ordentliche Prise Pfeffer mit dazu. Füllen das alles mit Fond auf.
gebe noch einen schönen Schluck Rotwein mit dazu, den Rest vom Schützenfest, machen den Deckel drauf, verschließen das Ganze. Zack, gehen mit den Reglern, einen mache ich hier komplett aus, mache den komplett aus, drehe alles runter, um einfach Tempo rauszunehmen. Und im Prinzip war das ganze Hexenwerk. Jetzt haben wir einfach mal 2 Stunden Zeit. Wobei wir mal gucken müssen, beim Gasgrill ist immer relativ herausfordernd, Temperatur rauszubekommen. Deswegen werden wir immer mal zur Kontrolle gucken, wo wir hier tatsächlich stehen mit der Grilllast. Eigentlich ist es so, selbst wenn wir die beiden haben, haben wir hier drinnen immer noch mindestens 150, 160 Grad. So, zweiter Teil, Beilage zu unserem Schmorgericht draußen. Und hier machen wir was ganz, ganz Einfaches. Und zwar nehmen wir hier unsere großen Kartoffeln, unsere Grillkartoffeln. Ich steche die jetzt hier mal so grob ein. Von allen Seiten, so ein bisschen. Dann gehen die hier einfach aufs Blech. So, jetzt nehmen wir hier unseren ganzen Knoblauch, schneide ich einfach nur weg. Den lege ich hier einfach mit dazwischen. Und ansonsten machen wir jetzt nichts anderes. Wir könnten die auch mit dem Grill abschieben, aber wir haben hier unsere Performance-Öfen. Da stelle ich das Blech einfach rein und jetzt wird es etwa 2 bis 3 Stunden dauern, bis die Kartoffeln gar sind und ein bisschen Röstaromen haben. Und daraus werden wir uns dann einen wunderbaren Stampf machen. 2000 years later. Also nochmal, wir schreiben das Jahr 2026. Unsere Beef Ribs sind soweit. Ich würde sie euch einfach mal zeigen. Schnelle Nummer, so sieht's aus. Fantastisch. Es riecht unglaublich. Aber bevor wir die anfangen, werde ich jetzt ganz schnell mal unseren Kartoffelstampf machen. Ich hatte euch ja vorhin gezeigt, Kartoffeln kurz einstechen. Hab die Kartoffeln kurz eingestochen, in den Ofen gehauen. So sieht's aus. Jetzt gehen sie bei uns in die Turbo-Spätzle-Presse und kommen so raus. Leider muss ich hier eine Metallschale nehmen, weil wir hier im Ostverein sind und kein ordentliches Geschirr haben. Zack, ordentlich Butter rein. Das wusste auch der Hänsler schon. Da kann ich mich sonst nämlich nicht kochen. Das geht nur mit Butter. Schön Butter rein. Hier ist auch der gepresste Knoblauch mit drin, den ich vorhin mit aufs Blech gemacht habe. Das Ganze würzen mal mit ein bisschen Muskat. Salz. Bisschen Pfeffer, machen wir uns einen wunderbaren Stampf draus. Nur damit ihr es mal seht. Genau, wir nehmen jetzt hier unsere Beef Ribs raus. Wie ihr auch schon sehen könnt, hat sich das Fleisch wunderbar zusammengezogen. Jetzt werden wir unseren guten Fond. Ihr könnt übrigens das hier oben drinnen, dieses Gemüse, was jetzt die ganze Zeit mit dem Saft, da ist natürlich enorm Kraft drin. Ihr könntet rein theoretisch das Ganze in den Topf machen, mit dem Mixer durchmixen und dann habt ihr fürs Brot eine wunderbare Tapenade. Eigentlich ein Highlight, und zwar werden wir das Ganze zusammenführen, noch ein bisschen 70er Jahre Liebe dazu, voilà. Fertig sind unsere Beef Short Ribs mit Kartoffelstampf und mit einer wunderbaren Bratensoße aus unserem Schmortopf. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei ein bisschen Kochen mit Andi. Gerne ein Like dalassen, gerne mal die Glocke drücken. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.